Hallo und herzlich willkommen hier wieder erneut zurück zum nächsten Part mit Bray. So, wir sind gerade am Gewächshaus und es wäre jetzt interessant, irgendwie etwas zu finden, mit dem wir den Springler beladen könnten, der drin installiert ist, um die Gedankenkontrolle der Menschen aufzuheben und gleichzeitig das Vieh vielleicht zu eliminieren. Also das Problem mit der Sprinkleranlage ist, ich vermute mal, die ist an das hier gekoppelt. Also müsste ich vielleicht irgendwas finden, was ich dort reinmachen kann. Da kann man hoch. Und, da liegt noch einer. Granny Mirror, Fragrance Class. Nein, er hat auch nichts dabei, was mir da helfen könnte. Was könnte ich da tun? Es gibt bestimmt irgendeinen Trick, wie man das machen kann. Granaten haben wir, um Telepathie-Gedöns zu lösen. Das weiß ich noch. Fehler. Charakteranpassung benötigt. Scanne Ziel, Teufelmaterial nicht eindeutig identifizierbar. Kalibrierung angefordert. Disruptor Batteriefabrikator. Nicht töten, nicht töten, nicht töten. Nein! Ah, Mist. Weiß immer noch nicht, was das für ein Ding ist. Und hier haben wir den Hauptaufzug. Dinger das nicht einfach übernehmen. Ich habe jetzt da bestimmt irgendwo... Da. Tumor. Warum überlappst du nicht? Verstehe das mal einer. So. Dann haben wir hier direkt zwei Geschütze vorne dran. Die verstärken wir mal. Dann ist da definitiv mal eine nette Verteidigungsstruktur, den nehme ich auch noch mit. Und bauen wir uns hier nämlich... Oh! ein Verteidigungs-Track. Da kommt, wenn Gefahr ist, der nette Herr dann nämlich hingerannt. Lief alles gut? Ja, musste etwas warten. Zwei Arschlöcher aus dem Vertriebsteam mussten gerade in dem Moment unter der Alarmglocke Zigarre rauchen. Ist es weg von der Talos? Meine Kunden sind ungeduldig. Ja, die letzte Sendung ist rausgegangen. Müsste morgen auf der Erde sein. Pacific Time. Gut. Ich lasse Ihnen nach der morgigen Schicht ein weiteres Paket da. Wo genau? In der Lobby. Wird das funktionieren? Natürlich. Dreimal mit der Rohrzange antippen, dann geht es auf. Die werden morgen alle so funktionieren. Süß, wenn Sie so stolz auf Ihre Apparate sind. Reden Sie nicht so von oben herab, Lilly. Okay, Schmuggler auf der Talos. Krankenstation. Oh, perfekt. Beantrage neuen Operator. Also ja, das hier ist definitiv jetzt mein Rückzugsort mit vier Geschützbatterien. Das andere könnte ich eigentlich auch noch verstärken. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Schön, Sie wiederzusehen, Dr. Ewing. Vielen Dank. Diagnostiziere, Sie hatten wohl einen harten Tag. Sie werden sich bald wieder besser fühlen. So, alles wieder gut. Füllen Sie bitte einen Patientenfragebogen aus, damit ich Ihnen beim nächsten Mal besser helfen kann. Wunderbar. Und dann haben wir hier noch irgendeinen. Bitte räumen Sie die Öffnung frei. Weiteren Weg. Bitte räumen Sie die Öffnung frei. Okay, diese Alternative führt mich, keine Ahnung, wohin. Oh.
Ein Ätherphantom. So, Scan abgeschlossen. Was hilft gegen das Mistvieh? Ein Immunitäten. Okay, das ist keine gute Idee. Einfach fällt mir der Schock dann aus. Okay, war alles platt. Ah, nicht da drin liegen bleiben. Dass man nicht alles fürs Erlangen von Forschungsdaten über sich ergehen lässt. Muss ich mir meinen Anzug reparieren. Anzugsreparaturkit. Ne, mit G. So, Integrität wieder erhöht. Und der Operator operiert irgendwo. Beantrage neuen Operator. Diagnostiziere oberflächliche Verletzungen. Nicht, was ein Mädchen nicht heilen könnte. Das dauert nicht lange. Alles klar, dankeschön. So, schauen wir uns erstmal in die Richtung um. Da geht es zur Brücke, zu Alex Hughes Offizierskabine, Officer Lounge. Und hier zur Loading Bay. Kam er vorhin ja her. Das ist eigentlich gerade recht praktisch. Den ganzen Schrott, den wir schon eingesammelt haben, mal wegmachen. So. Also wenn dieses seltsame Mistvieh hier irgendwo existiert, dann... Was macht denn der Operator da? Warum macht er mir den Weg frei? Kann ADAC-Mitgliedschaft beantragt. Und noch zwei kaputte Roboter, die sich mir in den Weg stellen wollen. Naja. Guten Tag, Talos. Bei Verlust von Atmosphäre oder Schwerkraft und in kritischen Notfällen begeben Sie sich bitte zum nächsten Sammelpunkt. Come on.
So, und so viel dazu. Mal schön ordentlich auf die Fresse gekriegt. Und der Westenhead stand. Auszug aus dem Klappentext eines Alternativ-Weltromans von Lance B. Jenkins. 1964 wendete Präsident Kennedy sich vom amerikanischen Interventionismus ab. Aber was wäre geschehen, wenn er Amerika seiner Verbündeten in Vietnam unterstützt hätte? Würde Kommunismus im Osten noch immer vorherrschen? Wäre der eiserne Vorhang gefallen? Der renommierte Publizist Lance B. Jenkins hat einen packenden alternativen Bericht über die Tage nach dem Tonkin-Zwischenfall verfasst und beleuchtet, was hätte geschehen können, wenn Amerika 1964 in den Krieg gezogen wäre. Jenkins' fantasievolle historische Berichte sind detailreich, monumental, bewegend. 10 vor 10, The Liberty Herald. Ja, ja. Wenn sie mal in den Krieg gezogen wären. Psi-Hypo-Fabricator-Plan bekommen. Wunderbar. So, Programme. Bereichskarte laden. Sicherheitstüren. Verriegeln. Ja, okay, die ist geöffnet. Besatzung. Alex Yu am Leben. Wie hieß die nochmal mit dem Gartending? Formeltest. Julian Howard. Die will ich wissen, wo die ist. Anscheinend bin ich schon an ihr vorbeigerannt. Aha, da unten noch Wohnkapselbereich. Kann mich entscheiden, wo ich zuerst runtergehen soll. Oder hoch, je nachdem. Was haben wir hier noch? Storage Room. Schlüsselkarte benötigt für Lagerraum A2. Ja, ich gucke jetzt erstmal nach der netten Dame. Na Mist, dafür muss ich da hoch. Gut, Crew-Quartiere machen wir später. Bleiben hier drin. Iris Stein gefunden. Phosphatwerte der Pflanzen in Quadrat 2 überprüfen. Sprinklerzyklus um 5 Minuten verkürzen. Nachsehen, ob Dr. Howards Pflanzenexperimente Wasser brauchen. Dr. Howard hat das Gewächshaus Passwort zu Xenopod 1 geändert. Guck an. Passwort noch gefunden. Gestiftet von William Yu. Eine Bank. Okay. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Search Area 1. Und ich will da links rüber. Ah, das verheißt mir schon nichts Gutes hier. Es wäre nicht schlecht, wenn ich vielleicht einen Operator Dispenser finden würde. Für meine Rüstung. Ein Techniker. Ich glaube, das da vorne ist sogar ein Technisch. Versierter Roboter. Passwort benötigt. Gut, dass wir Hacken 2 besitzen. So, ja, perfekt. Reparier mal meine Rüstung. Dankeschön. Reparatur abgeschlossen. So, ein Quicksave. Der Medic könnte eigentlich auch mal zu mir kommen. Keine Ahnung, wo der schon wieder rumläuft. Irgendwo Richtung Datenzentrum ist da irgendein Viech. Da ist es. Ein Ätherdämon. Phantom.
Entfernen abgeschlossen. Doppelgänger 1 verfügbar. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Schwäche ist alleinig der Kuhstrahl. Genug hätten wir. Das Problem ist, ihn festzuhalten. Ja. Könnte man vielleicht mal mit einer MP eher weniger. Nullwellen neutralisiert Impulse. Der da vielleicht. Betäuber. Nie ausprobiert, ob das Ding wirklich bei denen funktioniert. Ich müsste, glaube ich, auch relativ nah ran. 4 Sekunden. Könnte den Strahl aber durchaus durchgehen lassen. Probieren wir es mal. Geronimo! Fuck, es ist weg. Aber es hat doch geklappt. Hat mich zwar mal wieder ein komplettes Q-Ding gekostet, aber okay. Oh, ich habe den ganz schön zerfetzt. Sehr gut. Für Alex Hughes Office brauche ich ein bisschen was. Deep Storage, da hinten Datenzentrale. Sollen wir durch, wie gesagt. Ich gucke jetzt aber mal, ob wir irgendwie was machen können mit Gewächshausgedöns. So ein Sam wie ein Mass Effect wäre jetzt gar nicht schlecht, wenn mir ein bisschen zu Rate steht. Okay, da haben wir, glaube ich, dieses seltsame Vieh gefunden. Scan abgeschlossen. Ein Thermal. Weitere Proben benötigt. Schwäche psychisch. Immunität Feuer. Thermalphantom, geil. Ja, die Glukanone macht dann nichts, ne? Weil wahrscheinlich, weil er sich durchbrennt. Ja, wir probieren es einfach mal. Ja, komm schon, gib mir ein Schussfeld. What the fuck? Okay, das Teil hält einiges aus. Nur gut, dass es dann auch Zeug gibt. Alter, geile Statue. Der Sternenbeuger-Zyklus Band 4, ein Schlag ins Gesicht. Drevers Atem ließ das Glas der Luftschleusentür beschlagen. Der königliche Astronom und Mercy, die ihr altbekanntes Grinsen aufgesetzt hatte, verschwamm auf der anderen Seite. Atmen Sie flacher, Pulsar, droht der Astronom, denn diese Atemzüge sind Ihre letzten. Mit dem Prisma steht die Dunkelsternanomalie jetzt unter meiner Kontrolle und die gesamte Galaxie wird... Der Astronom konnte den Satz nicht beenden, da sein Kopf nach einem Schuss aus Mercys Phasenpistole explodierte. Statt der letzten Worte hörte man nur noch das dumpfe Klappern seiner Zähne an der anderen Seite der Luftschleusentür. Der weiße Nebel seines Atems vermischte sich mit dem Rot des Blutes an der Schleuse und tauchte Trevor in ein rosafarbenes Licht. Ist nichts Persönliches, Trevor, sagte Mercy. Dieses Ding wird bestimmt einen guten Preis auf dem draxianischen Schwarzmarkt erzielen. Mit diesen Worten drückte sie die Luftschleusentaste und ließ Trevor in das kalte Schwarz des Alls stürzen. Ach du Scheiße. Da hat er sich aber die falsche ausgesucht gehabt. So, von wegen Vertrauen und so, ne? Oh, Looking Glass System. Thomas Tucker. Ah, Inventar haben wir wieder überfüllt, hoch 10.
Szenenauswahl. Da würde ich gerne auswählen, aber wir haben nichts. Schade. Okay. Dann hätten wir hier unten. Fuck. Alles. Fuck off. Den habe ich noch nicht. Scan abgeschlossen. Ein großer Mimik. Weitere Proben benötigt. Und da habe ich anscheinend gerade einen Weg nach unten geschlagen. Super. Das gesamte Wasser hier irgendwie nur ein bisschen Teil animiert. Vermute ich. Lass mich mal operieren. Lassen Sie mich das reparieren. Beziehungsweise reparieren. Okay, man muss tatsächlich in der Nähe bleiben. Schade, ich dachte, ich kann weglaufen. Repariere das. Reparatur abgeschlossen. So, dann hole ich mir noch den Medic und dann machen wir uns einfach im nächsten Part weiter und suchen mal die Julian Howard. Bis dahin, sayonara.